Tatjana Volososha und Maxim Trankov, die Europameister und Weltmeister des vergangenen Jahres. Beide haben bei Olympischen Spielen noch keine Medaille gewonnen. Platz 8, Platz 7 mit den damaligen Partnern und Partnerinnen. Und jetzt steht Sochi auf dem Programm und sie sind in einer tollen Form. Das Kurzprogramm jedenfalls hat schon mal Appetit gemacht auf diese Kür. Jesus Christ Superstar von Andrew Lloyd Webber. Und der Hendrik hat das vorher auch mal kurz angemerkt. Das ist eine tolle Musik und spannend wird sein, welche Teile dieses Musicals sie sich ausgesucht haben. Das war schon mal wie aus dem Lehrbuch. Unglaubliche Sicherheit bei den Wurfelementen. Aber das kennt man von Tatjana Volososha, das ist eine Augenweide.
Das war schon mal eine tolle Vorstellung von Tatjana Volososha und Maxim Trankov. Was sagt der Experte zu diesem Programm? Gefällt mir gut. Aber auch nichts, was Savchenko Sholkovi beeindrucken sollte. Die Deutschen haben mit der Kür zur Melodien von Nussknacker wirklich ein sehr, sehr gutes Pendant. Genau, das meine ich auch. Sie haben sich in diesem Jahr den kanadischen Choreografen David Wilson mit ins Team geholt, der bei der Choreografie geholfen hat. Und ich denke, das wird einfach die Tagesform entscheiden. Savchenko Sholkovi und Volososha Trankov sind auf selben Niveau. Da hat keiner jetzt einen entscheidenden Vorteil. Beide Programme sind gut. Auch Volososha Trankov haben keine schlechten Programme. Und ich denke, es wird an dem Abend in Sochi entschieden. Und der vielleicht ein bisschen stärker ist, auch von den Elementen her, wird die Goldmedaille gewinnen. Es ist noch lange genug hin, so ist das nicht. Beide Paare werden noch diverse Grand Prix-Wettbewerbe absolvieren. Witzigerweise werden die beiden hier nicht in Russland beim Cup of Russia starten, aber Savchenko Sholkovi dagegen in Moskau an den Start gehen. Ja. Das hängt im Übrigen auch damit zusammen, dass die Heimkandidaten immer sagen, das ist zu viel Wirbel zu Hause, den wollen wir aus dem Weg gehen. Sicher in den Elementen wie immer, gerade in einem olympischen Jahr, ist das ja durchaus auch von entscheidender Bedeutung. Wie geht man heran an die Geschichte? Welches Programm wird man wählen? Und alle die großen Paare haben in der Vergangenheit ja immer schon mal solche ausdrucksstarken Programme gehabt. Jesus Christ Superstar war gut. Aber der Hendrik, glaube ich, hat das genau richtig empfunden. Ingo Steuer und seine Schützlinge müssen da keine Angst haben. Ja, Gott, die haben sie sicher. Auch nicht. Ja. Ist schon auch verrückt, liebe Zuschauer, wie sich das entwickelt hat. Von anderen Paaren spricht gar keiner mehr. Ja. Was die Möglichkeit betrifft, die Goldmedaille zu gewinnen. Ja, ja. Sie erhalten in der Kür eine Punktzahl von 150,31. Ja, wir haben es halt irgendwie erwartet, dass jetzt die Führung wechselt. Aber wenn man das jetzt so liest, Volososha Trankov vor Prölz Blomert, das hat schon was.